Der Skandal um die NetBot-Sicherheitstechnik betrifft nach neuesten Faktrecherchen große Teile der deutschen Wirtschaft. In Rechenzentren von Automobilherstellern wie Volkswagen oder Daimler, Herstellern von Militärtechnik wie MTU oder Jenoptik und sogar bei der Deutschen Bank war und ist Sicherheitstechnik von NetBots im Einsatz und öffnet so Einfallstore für amerikanische Nachrichtendienste in das Allerheiligste der deutschen Wirtschaft. Wir haben hier ganz stichhaltige Anhaltspunkte dafür, dass Straftaten begangen wurden. Im Übrigen nicht nur Staatsschutzdelikte, sondern auch andere Straftaten, Ausspähen von Daten, die Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Der Skandal? Bereits 2005 wusste der Bundesnachrichtendienst von Hintertüren in den NetBot-Systemen. Damals nahmen BND-Experten ein Gerät auseinander und fassten ihre Erkenntnisse in einem geheimen Bericht zusammen. Demnach überwacht die Technik nicht nur Sicherheitsbereiche per Video oder lauscht mit Mikrofonen in den Raum, sondern sendet ihre Überwachungsdaten aus den Hochsicherheitsbereichen auch an amerikanische Geheimdienste. Inzwischen ist klar, dass der BND weder die Unternehmen noch die zuständige Spionageabwehr informiert hat. Ja, das ist ein starkes Versäumnis derjenigen, die von einem solchen Vorgang Kenntnis hatten. Man muss das weitergeben, man muss der Privatwirtschaft, aber auch den öffentlichen Stellen die Möglichkeit geben, sich zu schützen. Das ist hier ganz offensichtlich nicht erfolgt. Seit Fakt den Skandal im September öffentlich machte, stehen dringende Fragen im Raum. Wie viele Geräte sind in Deutschland im Einsatz und welche Daten greifen sie ab? Wir finden die Firma, die seit 2003 den Alleinvertrieb in Deutschland innehatte. Der Besitzer der Firma PSP, Peter Pillukat, vertraute der NetBots-Technik so sehr, dass er sie nicht nur verkaufte, sondern auch in sein eigenes Rechenzentrum einbaute. Wir mussten auf äußerste Sicherheit gehen. Und die Sicherheit sind im Prinzip wurde es gewährleistet durch diese NetBot-Anlagen. Wenn Alarm geschah, auch in unseren Räumen, dann hatte ich auf meinem Handy hatte ich dann praktisch den Hinweis, hier entweder ist ein Einbruch oder es ist Feuer oder es ist Wasser im Rechenzentrum. Peter Pillukats amerikanischer Geschäftspartner äußert ganz deutlich seine Wünsche, welche Unternehmen die Technik kaufen sollten. Banken, Versicherungen, Telefongesellschaften. Ich hab die näher genannt. Vodafone, Telekom. Das waren also die Firmen, wo wir das hineinverkauft hatten. Im Jahre 2007 wird NetBots von dem französischen Großkonzern Schneider Electric übernommen. Auch der Vertrieb geht an Schneider über. Uns werden Kundenlisten zugespielt. Unter den NetBots-Käufern sind der deutsche Chiphersteller Infineon, der Produzent der Antivirensoftware Avira und auch Siemens. Mehr noch, zu den Kunden gehören auch städtische Verwaltungen und sogar Sicherheitsbehörden wie das Bayerische Landeskriminalamt. Fest steht, dass selbst Behörden vor der Gefahr nicht gewarnt wurden. Der Verdacht der Wirtschaftsspionage ist das eine. Da hätte man schon in jedem Falle tätig werden müssen. Hier lag aber nun auch der Verdacht im Raum, dass diese NetBots-Geräte bei Bundesbehörden und bei anderen Behörden installiert sind, die auch sicherheitsrelevant sind. Dass auch vor dem Hintergrund nicht oder jedenfalls nicht viel unternommen worden ist, ist für mich absolut unverständlich. 2005 hatte der BND ein NetBots-Gerät analysiert. Fakt liegt nun ein Gerät aus dieser Zeit vor. Der Netzwerk- und Sicherheitsexperte Michael Horn begutachtet es auf Basis der BND-Analyse. Wir haben hier wie bei einem Computer zu Hause auch den Prozessor, Arbeitsspeicher und als Festplattenersatz hier so eine Speicherkarte und eben die Peripherie, also für den Netzwerkport und den seriellen Anschluss. Die NetBots-Geräte sind Computer, die Informationen sammeln. Dafür sind sie da. Das Gefährliche ist vor allem der Ort, an dem sie eingesetzt werden. Infrastrukturkomponenten wie diese NetBots-Geräte sitzen in einem gegen Zugang von außen besonders geschützten Netz, einem Infrastrukturnetz, auf das man eine sehr kleine Personengruppe Zugang hat. Eben die Leute, die Firewall-Regeln konfigurieren, auf Zutrittssysteme administrativen Zugriff haben. Diese Horchposten werden von den Administratoren im Allerheiligsten der Unternehmen verbaut und sitzen so hinter jeder Firewall. Ein perfekter Ort für Spionage.
Da dieses besonders geschützte Netz in der Regel nur gegen Zugriff von außen gesichert ist und die Geräte von innen jederzeit Verbindungen nach außen vornehmen können, kann man auf diesem Weg natürlich nicht nur Software-Updates anfordern oder sich die Uhrzeit holen, was die Geräte ja tun, sondern auch Informationen ausleiten. NetBots-Geräte sammeln Informationen, die amerikanische Nachrichtendienste nutzen können, um passgenaue Cyberangriffe durchzuführen. Wie genau diese Informationen gesendet werden, ist bis jetzt noch unklar. Klar ist jedoch, dass Dutzende dieser trojanischen Pferde bis heute hinter den Firewalls deutscher Unternehmen sitzen. Diese Art der Informationsgewinnung fügt sich wie ein Puzzlestück in die aus den Snowden-Dokumenten bekannt gewordenen Strategien. Dass sich die amerikanischen Nachrichtendienste zum Beispiel bei Siemens nach Belieben bedienen, bestätigte Edward Snowden bereits in seinem ersten Interview fürs deutsche Fernsehen. Wenn es bei Siemens Informationen gibt, von denen Sie meinen, dass sie für die nationalen Interessen von Vorteil sind, nicht für die nationale Sicherheit der USA, werden Sie der Information hinterherjagen und sie bekommen. Die Bundesanwaltschaft erklärte auf Anfrage, sie habe nicht ermittelt, da die Taten verjährt waren. Für Rechtsexperten Nikolaus Gazeas ist aufgrund der Faktrecherchen die Entscheidung des Generalbundesanwalts obsolet. Spätestens durch Ihren Bericht wird er es erfahren, dass diese Geräte in ganz, ganz weitem Umfang heute noch im Einsatz sind. Dann lebt dieser ursprüngliche Verdacht wieder auf und dann ist der Generalbundesanwalt auch nicht nur angehalten, sondern von Gesetz wegen auch verpflichtet, hier wieder tätig zu werden. Würde der Generalbundesanwalt nach Ihrem Bericht weiterhin untätig bleiben, dann würde dies an Strafvereitelung im Amt grenzen. Schneider Electric erklärte, sie hätten die Geräte überprüft, könnten aber die Vorwürfe nicht nachvollziehen. Unabhängige Dritte waren bei der Prüfung nicht involviert. Der Vorgang ist in Frankreich inzwischen ganz oben angekommen. Das Büro des französischen Ministerpräsidenten lässt mitteilen, Zitat, der gesamte Vorgang unterliegt der höchsten nationalen Geheimhaltungsstufe. In Deutschland wie in Frankreich ist der Skandal noch lange nicht ausgestanden. Die betroffenen Unternehmen und Behörden werden sich nun überlegen müssen, ob sie Strafanzeige gegen NetBots wegen Spionage stellen.